Ich wünsche einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu den FIW Trade Talks, zu unserer heutigen Ausgabe dieser Diskussionsveranstaltung des Kompetenzzentrums Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft. Mein Name ist Harald Oberhofer und ich darf die heutige Diskussion moderieren und begleiten. Die FIW Trade Talks und das FIW-Projekt sind ein Forschungsprojekt, das unter anderem aus Mitteln des, würde ich jetzt sagen, Wirtschaftsministeriums finanziell unterstützt wird. Für das möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Zu unserem heutigen Diskussionsthema haben wir uns ein ganz aktuelles Thema vorgenommen, nämlich wir wollen über das europäische Energiedilemma sprechen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich nur ein paar kurze organisatorische Hinweise über den Ablauf der Diskussionsveranstaltung geben. Der FIW Trade Talk wird aufgezeichnet und kann im Nachgang dann auf dem FIW-Blog auch nachgeschaut werden. Auch die Folien des Vortragenden werden zur Verfügung gestellt. Der Ablauf ist, dass unser Vortragende einen 15 bis 20 Minuten Input zum Thema geben wird und danach werden wir gemeinsam diskutieren. Sie können sich an der Diskussion beteiligen und ich hoffe auf rege Beteiligung, indem Sie den F&A-Button in Ihrem Zoom verwenden und dort Ihre Fragen bitte einfach reinschreiben. Ich werde dann Ihre Fragen in die Diskussion aufnehmen. So, mit diesen Vorbemerkungen möchte ich zu unserem heutigen Thema kommen. Ich habe schon gesagt, wir reden über das europäische Energiedilemma und es freut mich ganz besonders, Daniel Groß zu diesem Thema zu begrüßen. Daniel Groß hat sich in den letzten Wochen und Monaten zu diesem Thema auch öffentlich schon einige Male zu Wort gemeldet und deshalb gehe ich davon aus, dass das heute eine sehr spannende und lebendige Diskussion wird. Daniel Groß ist Mitglied des Vorstands sowie Distinguished Fellow am Center for European Policy Studies, dem CEPS, dessen Direktor er von 2000 bis 2020 war. Daniel Groß hat in seiner Karriere, ja, würde ich fast sagen, fast jede relevante Regierung wirtschaftspolitisch beraten. Aktuell berät er unter anderem auch das Europäische Parlament. Daniel Groß hält ein PhD von der renommierten University of Chicago und ist in seiner Forschungsausrichtung auf internationale Wirtschaftsfragen spezialisiert, also passt wunderbar in unser Thema. Er hat unzählige Publikationen aus dem Bereich internationaler Wirtschaftsthemen zu Fragen der Geld-, Steuerpolitik, Wechselkurse, Bankwesen. Er ist auch Autor mehrerer Bücher und wie gesagt, hat sich in den letzten Wochen auch zur aktuellen Situation, die unter anderem mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Zusammenhang steht, öffentlich zu Wort gemeldet. Mit dieser Einführung möchte ich gerne an Sie übergeben, Herr Groß. Ich freue mich auf Ihren Input und übergebe Ihnen hiermit das Wort. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Es ist auch für mich ein Vergnügen, heute an Ihrem FIW Trade Talk teilzunehmen. Wir leben ja nun in sehr bewegten Zeiten. Ich glaube, das muss jedem klar sein. Ich wollte nur vielleicht vorausschicken, dass im Allgemeinen ich mich eher versuche mich mit langfristigen institutionellen und strukturellen Fragen zu beschäftigen. Aber jetzt, hier und heute, hat halt Europa wirklich ein großes Problem zu bewältigen, nämlich wie es mit der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl fertig wird und wie es gleichzeitig auch die hohen Energiepreise, die zurzeit die ganze Welt ja charakterisieren, auch verdauen kann. Und zu diesem Thema wollte ich ein paar Thesen vortragen und werde jetzt versuchen, meine PowerPoint mit Ihnen zu teilen. Kleinen Augenblick. Das müsste jetzt auf Ihrem Bildschirm erscheinen. Ich drücke nochmal auf Jawohl. Wunderbar. Okay. Ich fange gleich mal mit meinen Hauptthesen an. Und die erste These wäre einfach, dass man den Krieg nicht
zumindest nicht in erster Linie, für die hohen Energiepreise verantwortlich machen kann. Das sieht man daran darin, dass es bisher noch keine Sanktionen gegeben hat. Natürlich könnte man sagen, dass die Erwartung, dass Sanktionen kommen, schon heute zur Verwerfung am Markt führt. Aber ich werde hinterher ausführen, warum das eigentlich gerade für das Erdöl nur von begrenzter Bedeutung sein sollte. Für Gas, wissen wir alle, ist das Problem sehr viel größer. Nur für Gas ist merkwürdigerweise genau das Gegenteil eingetreten. Die Preise haben sich eigentlich seit Ausbruch des Krieges beruhigt. Da könnte man sich dann fragen, überhaupt ist das, was die Ökonomen ein storable commodity nennen, also etwas, was man auf Lager halten kann, gilt das auch für Gas heute oder zumindest für die jetzige Situation? Und ganz am Ende vielleicht noch etwas eher Politisches. Ich glaube, dass das sogenannte Narrative, das heißt also, wie die Politik die hohen Energiepreise erklärt, auch dann ganz wichtige Folgen hat. Denn je nachdem, ob man sagt, das ist ein vorübergehendes Phänomen, den Sanktionen geschuldet, oder ob das etwas Strukturelles ist, sollte man dann ganz andere Maßnahmen ergreifen. Jetzt mal nur zu der allerersten These. Wie schon vorhin gesagt, ich habe meine Zweifel, dass die Energiepreise jetzt wegen des Krieges so hoch sind. Und zwar gibt es dafür zwei Gründe. Einmal, wenn man sich genauer anguckt, wie die Preise sich verhalten haben. Und zweitens halt, wenn man sich ansieht, wie denn eventuelle Sanktionen überhaupt am Markt wirken können. Das heißt, welche Menge an Erdöl oder Gas durch die Sanktionen vom Markt genommen werden könnte und welchen Einfluss das dann potenziell auf den Preis haben sollte. A priori wissen wir, dass bisher hat es keine Sanktionen gegeben. Russland produziert weiter wie vorher. Die Ukraine ist ja so und so kein Produzent, sondern eher ein Konsument. Und wir wissen alle, dass Russland ungefähr 10% des Weltbedarfs oder der Weltförderung an Öl ausmacht. Und davon exportiert es traditionellerweise ungefähr die Hälfte. Nehmen wir mal an, die Produktion bleibt bestehen. Gibt ja keinen Grund, warum die plötzlich abfallen sollte. Der Konsum in Russland könnte vielleicht ein bisschen rückgehen, weil die Wirtschaft schwächer ist, aber dafür verbraucht das Militär mehr. Also nehmen wir mal an, potenziell könnte Russland weiter die gleiche Menge fördern wie vorher. Und jetzt kann man sich fragen, um wie viel könnten diese Exporte zurückgehen, weil es halt die EU schwieriger macht, Russland das Erdöl zu verschiffen. Findet keine Tanker mehr, die Versicherungen werden teurer und so weiter. Und wenn man dann annimmt, dass ein Viertel der russischen Exporte davon betroffen werden würden, dann würde das globale Angebot an Erdöl nur ungefähr 1,25% fallen. Das ist weniger als natürlich Kuwait, Brasilien oder Iran. Während des Kuwaitkriegs übrigens hat es auch nur einen ganz kurze Erhöhung des Ölpreises gegeben, aber das ist dann sehr schnell wieder auch zurückgängig gegangen worden. Wenn man also annimmt, russische Exporte werden um ein Viertel gekappt, könnte man sich dann ausrechnen, was der Einfluss dieses reduzierten Angebots auf den Weltmarkt sein sollte. Das ist ja, wie gesagt, nur etwas unter 1,3% vom Weltangebot. Und dann kommt man, selbst wenn man sehr niedrige Nachfrage- und Angebotselastizität nimmt, auf eine Erhöhung des Preises von ungefähr 6%, die man durch solche, sagen wir mal, Sanktionen, sanktionsartigen Mechanismen erwarten könnte. Das ist also nicht sehr viel. Für Gas wäre natürlich der Einfluss auf den Markt sehr viel größer. Ungefähr nach meiner Rechnung 12%. Ich werde auch hinterher sagen, warum ich sage 12% und nicht die 30-40%, die der russische Anteil an den europäischen Erdölimporten darstellt. Ich gehe natürlich davon aus, hier überall,
dass wenn man auch wenn Europa ein Embargo auf russisches Erdöl hätte, dass einfach dann Russland sein Erdöl an andere Länder verkaufen könnte und diese anderen Länder dann dafür Europa beliefern könnten. Also direkt hätte ein europäisches Erdölembargo nur sehr geringen Einfluss auf die effektiven Importe von Europa. Sie kämen bloß von ein bisschen woanders. Der zweite Grund, warum ich skeptisch bin, dass der Krieg für die hohen Preise verantwortlich ist, betrifft übrigens nicht nur Energie, sondern auch viele andere Rohmaterialien. Sie sehen hier auf dieser Folie verschiedene Angaben, die jeweils blau und gelb sind. Ich glaube, das kann man auch lesen. Das Blaue ist die Erhöhung der Preise seit dem 01.01.2021. Und das Gelbe ist das, was man ab dem 24. Februar, also seit Kriegsbeginn, gemessen hat. Das wurde von der Europäischen Kommission vor ein paar Tagen veröffentlicht. Aber Sie sehen ganz klar, der blaue Anteil ist überall sehr viel größer als der gelbe. Also ein Großteil des Preisauftriebs hat im letzten Jahr stattgefunden und ist keine Folge des Krieges. Und man kann auch nicht sagen, dass der Krieg so von allen erwartet wurde. Also insofern glaube ich, ist das doch ein starkes Indiz, dass man den Krieg als den Einfluss des Krieges auf die Erdöl- und Rohstoffpreise nicht bewerten sollte. Nun, was könnte denn der Grund dann sein, warum die Preise so hochgegangen sind? Und ich glaube, das war etwas, was man den Schweinezyklus nennt, denn es wurde zu lange, zu wenig in fossile Brennstoffe, in die Förderung von fossilen Brennstoffen investiert. Teilweise, weil der Preis niedrig war, teilweise bei dem sogenannten ESG-Investing. Und dann kam vor 2 Jahren nochmal ein sehr starker Rückgang der Nachfrage dazu im Zuge der Corona-Krise. Und jetzt, halt 2 Jahre später, dreht sich also alles um. Es gibt weniger Angebot und die Nachfrage steigt wieder. Wenn Sie hier sehen Sie direkte Evidenz, dass sich wirklich die Investitionen in die Förderung von fossilen Brennstoffen vor allen Dingen der westlichen Erdölgesellschaften stark verringert haben. Die blaue Säule hier ist die der westlichen Erdölgesellschaften. Und da sehen Sie, dass insgesamt von 140 Milliarden pro Jahr auf 70 Milliarden pro Jahr letztes Jahr zurückgegangen ist, also eine Halbierung. Soll ich sagen, die politisch etwas schwierigeren Länder haben dagegen weiter investiert. Und zwar betrifft das sowohl Russland als auch der Mittlere Osten und als auch China. Wir haben also in den letzten Jahren einen starken Rückgang der allgemeinen Investitionen gesehen in fossile Brennstoffe, aber insbesondere der westlichen Erdölgesellschaften. Nun, wenn man also davon ausgeht, dass diese hohen Energiepreise dem Schweinezyklus geschuldet sind, heißt das, dass man sich jetzt für eine längere Zeit, also mehrere Jahre, auf höhere Preise einstellen sollte. Und außerdem sind das Preise, die durch, sagen wir mal, Marktverhalten zustande kamen. Und deswegen gäbe es an und für sich keinen Grund, die Haushalte oder auch vor allen Dingen die Unternehmen dagegen zu schützen. Insbesondere für die Unternehmen, würde ich sagen, gibt es wenig Grund. Denn es gibt Anzeichen, dass die Unternehmen in Wirklichkeit sehr wenig unter den hohen Energiepreisen leiden. Hier sehen Sie eine Darstellung der, was man die Terms of Trade, also die Austauschrelation, die reale Austauschrelation nennt. Und Sie sehen hier, dass die negative Säule, die nach unten geht, das ist der Verlust an Einkommen, den die Länder der Eurozone erleiden würden, wenn man nur die Erhöhung der Energiepreise in Betracht zieht. Das wären ungefähr 3,6% vom BIP. Aber wie man sieht, gibt es auch eine orange Säule nach oben. Das sind die Preiserhöhungen, die unsere Unternehmen am globalen Markt durchsetzen können. Und die haben schon mal 2/3 des Preisauftriebs neutralisiert. Nicht vollkommen, ganz klar. Es bleibt etwas übrig.
ein Verlust von Einkommen von ungefähr 1,2% vom BIP. Aber man sieht schon, dass 2/3 des Preisaufstiegs schon dadurch neutralisiert wurden. Und das wäre für mich ein starkes Argument zu sagen, die Industriebetriebe in Europa brauchen wirklich keine besondere Unterstützung, um sich gegen höhere Energiepreise und andere Rohstoffpreise zu schützen. Natürlich kann es sein, dass die Sanktionen, die bisher nur diskutiert werden, auch dazu beitragen, die Preise zu erhöhen. Wenn der Markt weiß, dass nächstes Jahr oder in 6 Monaten Sanktionen kommen, die das Weltangebot etwas verknappen, dann könnte das heute auf den Preis einen Einfluss haben. Ich würde aber sagen, dass man vielleicht darüber nachdenken sollte, statt Sanktionen oder statt einem Embargo etwas zu machen, was den Preismechanismus arbeiten lässt. Nämlich, man sollte einen Zoll erheben statt ein Embargo. Ein Zoll auf russisches Erdöl wäre eine Sache, aber es wäre besonders wichtig für russisches Erdgas, denn Erdgas ist etwas anderes als Erdöl. Es ist nicht so komplett fungibel. Es gibt für Erdgas auch keine Produktionsstätten, die man noch mal kurz hochfahren könnte. Und deswegen würde ich sagen, realistischerweise kann Europa nicht darauf hoffen, dass Länder wie Katar, Kuwait oder was weiß ich, Australien plötzlich neue Vorkommen finden, die sie Europa innerhalb von ein paar Monaten bereitstellen könnten. Was also passieren muss, ist, wenn man davon ausgeht, dass wir Russlands Exporte von Erdgas beschränken wollen, dass irgendwer diese Mengen an Gas einsparen muss. Russland selbst kann natürlich das Gas, was bisher zu uns durch die Pipelines kommt, nicht woanders schnell verkaufen. Und das heißt also zweierlei Sachen. Einmal würde dann etwas Erdgas am Weltmarkt fehlen. Aber das Zweite ist auch, dass Europa sogenannte Monopsony Power hat. Also ein Einkäufermarkt ist das. Nicht? Wie große Einkaufsketten oder Versandketten andere von ihren Lieferanten auch Sconti verlangen können. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den man betrachten muss, wenn man zwischen Gas und Erdöl unterscheidet. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele werden sicher gehört haben, dass Russland ungefähr 1/3 des europäischen Importbedarfs deckt. Das kommt von 2 Zahlen. Die Importe aus Russland sind ungefähr 140 Billion Cubic Meters, also Milliarden Kubikmeter. Der europäische Markt ist ungefähr 450 BCM. Und deswegen denken viele, oh Gott, wenn wir russisches Gas nicht mehr haben, entweder weil Russland ein Embargo macht oder wir ein Embargo machen, dann müssten wir 30% einsparen. Das stimmt aber nicht, denn der europäische und der asiatische Markt sind miteinander verbunden. Man muss also europäischen und asiatischen Markt zusammenrechnen und der macht einen Gesamtmarkt von ungefähr 1250 Milliarden Kubikmeter. Das hieße also, man braucht nur ungefähr 12% einsparen in Europa und in Asien, um sich von russischem Gas unabhängig zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, was man immer wieder vergisst. Es handelt sich nicht darum, dass Europa russisches Gas einsparen muss, sondern dass es diesen größeren Markt gibt, in dem eingespart werden muss. Warum ist Europa und Asien integriert? Asien enthält sein Erdöl fast, sein Gas fast ausschließlich über als Flüssiggas. Und wenn das Flüssiggas erstmal auf Tankern ist, ob es dann nach Osten, nach Asien fährt oder nach Westen, nach Europa, spielt dann keine große Rolle mehr. Deswegen, jeder Anbieter wird sich fragen, wo schicke ich das hin? Nach Asien oder nach Europa? Und wer immer den höheren Preis bringt, bekommt den Zuschlag. Das sieht man auch in dem Preisverhalten, die ich hier zeige. Sie sehen hier zwei Linien, die etwas, soll ich sagen, nervös nach oben und unten gehen.
beide ziemlich blau. Und das ist Europa und Asien. Und Sie sehen eindeutig, wie die beiden meiste Zeit relativ eng beieinander liegen. Dann sehen Sie übrigens auch die grüne Linie weiter unten. Das ist der amerikanische Markt. Und der amerikanische Markt ist eine Insel. Er ist von dem europäischen Markt abgegrenzt, oder vom asiatischen, einfach weil es in Amerika nicht genug Exportkapazitäten gibt, zurzeit mindestens. Und deswegen kann der Preis in Amerika sehr viel niedriger bleiben. Wir können vielleicht hinterher noch erklären, was das für politische Folgen hat. Aber zumindest erstmal haben wir diese Integration zwischen Europa und Asien. Und die bedeutet, dass in beiden Regionen der Preis steigt, in beiden Regionen ungefähr 12% eingespart wird, könnten wir ohne russisches Gas leben. Den Fehler, den viele machen, ist, dass wir zurzeit hohe Gaspreise haben und dass wir deswegen Gas einsparen sollen. Aber im Grunde genommen ist das nicht ganz richtig. Wir wollen ja, dass in Europa und auch in Asien russisches Gas eingespart wird. Das heißt also, für den Marktteilnehmer, heute kostet russisches Gas genauso viel wie asiatisches oder LNG oder auch aus Norwegen. Es sollte aber so sein, dass russisches Gas mehr kostet. Denn nur dann werden auch die heutigen Abnehmer, die Verteiler, die großen Verbraucher von Gas, werden dann sagen, okay, der Preis ist hoch, aber insbesondere russisches Gas kostet besonders viel. Wir werden weniger an russischem Gas konsumieren. Und das kann man dadurch erreichen, dass Europa einen Zoll auf russische Gasimporte erhebt. Das ist eine EU-Kompetenz. Das kann übrigens auch relativ einfach durch qualifizierte Mehrheit beschlossen werden. Und was die Effekte sind, kann man auch durchrechnen. Ich habe das in einem Modell gemacht, was auf unserer Webseite zu sehen ist. Und die wesentlichen Ergebnisse sind, dass halt ein solcher Zoll natürlich zu etwas höheren Preisen bei uns führt, aber der Preis wäre nur um die Hälfte höher. Also ein Zoll von 30% würde die Preise in Europa nur um 15% erhöhen. Und die restlichen 15% müssten dann von Russland, von Gazprom getragen werden. Die Einkünfte der Russen, also von Gazprom, würden relativ schnell sinken, weil sie halt gleichzeitig weniger Einnahmen pro Kubikmeter hätten und auch weniger Kubikmeter bei uns verkaufen könnten. Meine Berechnungen sagen, dass wenn man einfach einen Zoll erhebt, der nur darauf zielt, russisches Gas so billig wie möglich zu machen, könnte man damit schon die Einnahmen für Gazprom halbieren. Man kann natürlich weitergehen und sagen, wir wollen aber auch die russischen Einnahmen, wir sind bereit, selbst auf etwas zu verzichten, wenn wir die russischen Einnahmen damit verringern, weil wir damit der Ukraine helfen. Und in diesem Fall sollten wir sagen, der Zoll sollte bis zu 60% gehen und das würde dann zu einer weiteren Reduktion der Einnahmen von Gazprom führen, die vielleicht ein Viertel von dem heutigen Niveau fährt. Im ersten Fall übrigens bei 30% würden wir Wohlfahrtsgewinne haben. Das sagt einem die Theorie, weil halt, wenn man einen Zoll auf einen ausländischen Monopolist erhebt, man dadurch gewinnt, dass man diesen ausländischen Monopolisten dazu bringt, dass er niedrige Preise akzeptiert. Falls ich das nur kurz sagen kann, ein ähnliches Argument war übrigens auch Thema meiner Dissertation in Chicago vor langer, langer Zeit. Insofern habe ich eine gewisse Affinität für Zölle. Und natürlich, last but not least, ein solcher Zoll würde auch zu erheblichen Einnahmen führen. Und die könnte man natürlich direkt dafür wenden, um der Ukraine zu helfen. Also, für mich wäre also die wichtigste Botschaft dann, man soll nicht nur von Embargo reden, von Sanktionen, sondern man soll den Preismechanismus wirken lassen.
Und das könnte man für Erdgas machen, wie ich Ihnen vorgerechnet habe. Das gleiche aber auch vielleicht für Erdöl, wo vielleicht ein niedrigerer Zollsatz angemessen wäre, weil das Erdöl, wie ich vorher gesagt habe, fungibel ist. Und deswegen glaube ich, dass dies im Grunde genommen etwas ist, was für beide, EU und Ukraine, besser ist. Denn es würde Russland direkt treffen bei seinen Einnahmen. Und es würde auch zu weiteren Einnahmen auf EU-Seite führen. Wie gesagt, Geld, was man gut gebrauchen könnte, um der Ukraine zu helfen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die jetzige Debatte über Energiegeld und wie man den Haushalten hilft, die jetzt plötzlich eine höhere Rechnung haben für Gas und für Elektrizität. Insbesondere das Gasheizen ist natürlich etwas, auf das man nicht verzichten kann. Wir wissen aber auch, dass es ein großes Einsparpotenzial bei vielen Häusern und Wohnungen gibt. Und deswegen wäre mein Vorschlag, hier auch den Preismechanismus spielen zu lassen. Das heißt, Haushalten ein Angebot zu machen, dass sie Geld verdienen können, wenn sie diesen Winter weniger Gas verbrauchen als letzten Winter. Das könnte in der großen Ordnung von 2 bis 4 Cent pro Kilowattstunde sein. Und ich bin mir sicher, dass in vielen Wohnungen es noch möglich gibt, etwas Gas zu sparen, ohne wirklich auf Komfort zu verzichten. Man muss nicht gleich den Thermostaten um 5 Grad runterdrehen. Wir wissen ja von vielen Studien, dass selbst 1% reicht, ab und zu Stoß zu lüften, statt Fenster offen zu halten, zu sehen, ob man das Haus auch geheizt werden muss, wenn man nicht da ist und so weiter und so fort. Was natürlich total kontraproduktiv sind Preissubventionen. Wie zum Beispiel die Benzinpreisbremse in Deutschland. Aber auch was das Gas anbetrifft, in vielen Ländern in Europa wird es halt darüber nachgedacht. In Spanien ist das schon jetzt in Vorbereitung. Denn es ist ja genau das Gegenteil, was wir wollten. Das ist ein Anreiz für mehr Konsum, mehr Verbrauch. Und wir wollen ja gerade davon wegkommen. Das bringt mich also zum Ende. Ich würde sagen, vielleicht die 2 Hauptargumente sind, dass wir uns auf eine mittelfristige Periode mit längeren und mit höheren Erdöl und Gas und anderen Rohstoffpreisen einstellen müssen. Einfach, weil sie nicht durch den Krieg verursacht wurden, sondern durch zu wenig Investitionen über die letzten Jahre. Und zweitens, dass wenn wir mit den sozialen Verwerfungen, die diese hohen Preise mit sich bringen, fertig werden wollen und wenn wir gleichzeitig der Ukraine helfen wollen, dann sollen wir den Preismechanismus wirken lassen. In puncto russisches Gas und Erdöl hieße das ein Zoll statt einem Embargo. Und in puncto auf Hilfen für die schwächeren Haushalte hieße das keine Fixen oder Reduzierung der Preise, sondern im Gegenteil vielleicht Prämien für niedrigeren Verbrauch. Der könnte ein Ansporn sein, um diese 12% Reduktion im Verbrauch, die ich vorhin erwähnt hatte, auch zu erreichen. Das wäre alles fürs Erste. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen aus meiner Sicht sehr spannenden und auch sehr vielseitigen Input. Ich glaube, da gibt es sehr viele Aspekte, die man jetzt noch ein bisschen in der Diskussion vertiefen kann. Bevor ich in die Diskussion einsteige, noch einmal der Hinweis an das Publikum. Bitte, wenn Sie Fragen, Kommentare zum Vortrag haben, allgemeinere Fragen gerne auch, dann bitte einfach in die F&A-Section reinschreiben und ich werde das dann in der Diskussion aufgreifen. Bevor ich zu meinen ersten Fragen komme, würde ich gleich mit einer Publikumsfrage beginnen, weil es zunächst einmal eine Verständnisfrage ist, nämlich es geht um die 6% Steigerung der Preise, die Sie uns gezeigt haben. Und die Frage, die wir da jetzt haben, ist, Sie sagen, die Preise würden allein aufgrund des Kriegs weltweit um maximal 6% steigen. Also da geht es um das Öl. Ist das ein Durchschnittswert in manchen Regionen, theoretische Steigerung um mehr als 6%? Ja, das ist natürlich genau ein Durchschnittswert.
der darauf auf die Idee beruht, dass nicht so sehr der Krieg, sondern unsere Sanktionen es für Russland schwerer machen, Erdöl zu exportieren und dass deswegen im Rest der Welt ein bisschen Erdöl fehlt. Und deswegen war meine Überschlagsrechnung, dass das eher marginal sein sollte gegenüber den Preiserhöhungen von Erdöl, die wir gesehen haben, über das letzte Jahr hinweg sind ja fast 100%. Ich glaube, das beantwortet das gut. Danke. Ich habe auch eine zweite Frage gesehen, die an sich daran anschließt. Ja, gerne. Und die ist sehr, sehr, sehr kompetent, falls ich das sagen darf. Wenn ich mal kurz wieder meine Präsentation zeigen könnte. Also ich lese die Frage noch vor, falls das nicht alle sehen können. Ich glaube, das ist so. Es geht, Frage von Franz Nauschnick. Da geht es darum, dass bei Öl könnte doch der Zoll höher sein, da Uralpreis schon um 30% niedriger als der Preis für Nordseeöl aktuell ist. Ja. Also erstmal vielen Dank. Die Frage ist genau richtig. Ich wollte das nicht so sehr komplizieren von Anfang an. Hier ist die Dokumentation, was Nauschek eben gesagt hat. Man sieht also, dass seit Ausbruch des Krieges, also vor jeden Sanktionen schon, der Preis vom Ural gegenüber dem vom Brent, also das Erdöl, was wir in Europa gebrauchen, um 30 Dollar pro Barrel gesunken ist. Man muss sagen, das ist ganz enorm. Und das kam natürlich nicht die Sanktionen, sondern eher durch, was man Self-Sanctioning nennt. Also Tankergesellschaften, andere Abnehmer im Westen, die sich sagen, russisches Öl lieber nicht. Und das Ganze ist ja verstärkt worden durch etwas, was in der Presse nicht viel Beachtung gefunden hat. Nämlich, es hat ja diese Diskussion über das sechste Paket gegeben, sechste Sanktionspaket der EU, wo halt Ungarn lange eine Einigung behindert hat, wo man sich letztendlich darauf geeinigt hat, dass es nur für Erdöl gibt, was über das Meer bei uns ankommt. Ja. Und das deswegen Ungarn, vielleicht auch Österreich, weiß ich nicht, ausnimmt. Aber gleichzeitig oder fast gleichzeitig hat es eine andere Entscheidung gegeben, die sehr viel wichtiger ist. Und die war gleichzeitig, EU und Großbritannien haben erklärt, dass Versicherungsgesellschaften in ihren Ländern ab sofort keine Tanker mit russischem Erdöl mehr versichern dürfen. Und Sie wissen ja alle, dass Lloyds eine dominante Stellung am Weltmarkt hat für Schiffeversicherung. Und das natürlich macht es sehr viel schwieriger, nicht unmöglich, aber sehr viel schwieriger und teurer, russisches Erdöl zu verschiffen. Und vielleicht auch die Erwartung von dieser Sache hat dazu geführt, dass dieser Discount jetzt schon da ist. Falls ich noch hinzufügen darf, ist mir wirklich sehr, sehr wichtig und etwas unterschätzt. Ich glaube, wir haben zurzeit einen Brentpreis von ungefähr 110 Dollar pro Barrel. In Wirklichkeit bekommt Russland jetzt nur noch 80. Das ist schon mal sehr viel weniger. Und wenn man die 30 Dollar Skonto, die sie unfreiwillig machen müssen, mit der Menge multipliziert, die sie exportieren, dann kommt man auf Verluste für Russland um zwischen 80 und 100 Milliarden Euro. Ja. Also die Self-Sanctioning und die Sanktionen haben schon einen gewissen Effekt, selbst wenn Russland erstmal die gleiche Menge faktisch wie vorher exportieren kann. Vielleicht, bevor wir weitergehen, dazu noch ein Aspekt. Ich glaube, der deutsche Wirtschaftsminister hat das ja auch angesprochen. In Österreich wurde das auch mehr stillschweigend gemacht, nämlich dass unsere Ölaufbereitungsunternehmen mehr oder weniger stillschweigend verzichtet haben, russisches Öl zu kaufen. Also ich glaube, dieser Aspekt des Self-Sanctioning spielt tatsächlich schon eine gravierende Rolle. Das heißt letztlich, wir haben sowas wie Sanktionen, wir machen es halt unilateral und nicht großmedial, so wie bei den großen Verhandlungen, die dann kompliziert sind auf der EU-Ebene. Zum anderen vielleicht noch der Aspekt, wenn es jetzt diesen Abschlag gibt
Und Sie ja davor angesprochen haben, dass vor allem, wenn wir jetzt in Embargos denken, sei es Gas oder Öl, das Problem ist, dass wenn das nur der Westen macht, dass das wenig bringt. Welchen Anreiz sollten denn dann Länder wie China oder Indien oder Pakistan haben, auf die Seite des Westens zu wechseln und ähnliche Maßnahmen mitzutragen, wenn sie gerade wohl aktuell relativ gesehen ja stark davon profitieren, dass es recht viel Angebot an russischem Öl zu vergleichsweise günstigen Konditionen gibt? Ja, sie sitzen in der besten Situation. Sie kaufen russisches Erdöl mit einem Abschlag ein und kritisieren den Westen, dass ansonsten die Preise so hoch sind. Ja, da kann man wenig dagegen tun. Das sind Länder, die sich wenig dafür interessieren, ob irgendein Land angegriffen wurde, sich verteidigt, es demokratisch sind. Gerade das Gegenteil, wenn es nicht demokratisch ist, das ist etwas sympathischer für diese Länder. Da kann man, glaube ich, wenig gegen tun. Ich glaube aber, dass, wie gesagt, bei Erdöl hat Europa ein klein bisschen Marktmacht, weil es doch billiger ist, das Ganze nach Europa selbst zu verschiffen oder zu pumpen. Und durch einen Zoll käme man zu folgendem Effekt. Die Russen würden sich dann sagen, bezahle ich eher hohe Tankergebühren, hohe Versicherungsgebühren oder bezahle ich den Zoll? Ja? Und wenn sie sich darauf, wenn sie dann sagen, okay, wir machen es doch billiger als den Zoll, dann gewinnt Russland ein klein bisschen, aber wir gewinnen den gesamten Zolleinnahmen. Ja? Obwohl wir dann pro forma gesehen mehr russisches Erdöl einführen, pro forma gesehen, wir zahlen mehr in Russland, ja? In Wirklichkeit stärkt das uns mehr, als dass es Russland hilft. Das Gleiche gilt aber noch sehr viel stärker für Gas, wo natürlich Europa gegenüber Russland eine große Marktmacht hat. Weil Russland halt die 140 Milliarden Kubikmeter, die durch die Pipelines noch fließen, nicht irgendwo anders verkaufen kann. Was ich noch eins betonen darf, ist ganz wichtig. Viele Politiker, viele, soll ich sagen, auch auf der Seite von der Ukraine stehen, betonen immer wieder, so und so viel Geld wird direkt von Europa nach Russland überwiesen. Aber wenn wir ein Erdölembargo machen und das ganze Erdöl dann aus Saudi-Arabien einkaufen und irgendein anderes Land in der Welt kriegt das Geld nicht aus Saudi-Arabien, kriegt es aus Russland, dann bezahlen wir zwar direkt weniger an Russland, aber de facto ist es genau das Gleiche, nur weil das Geld einen anderen Umweg nimmt. Man muss also von dieser moralischen Betrachtung wegkommen und sich eher fragen, was ist ökonomisch am effizientesten. Danke. Vielleicht nur eine Bemerkung, und wir kriegen sehr viele Fragen, deshalb werde ich dann meine zurückstellen. Eine kurze Bemerkung nur zu Ihrem Vergleich, höhere Versicherungspreise gegen Zölle zu bezahlen. Jetzt in Bezug auf, wer die Rentner hält, hängt das natürlich auch davon ab, wo die Versicherungskonzerne sitzen. Wenn die Versicherungsunternehmen im Westen sind, dann profitieren die ja auch über die höheren Versicherungsprämien, und dann würden wir das natürlich als westliche Rente insgesamt mal sehen. Es ist nicht klassisch Staatseinnahme, sondern eine private Rente, aber wenn wir es wohlfahrtstheoretisch anschauen, wäre es wohl auch bei uns. Das nur als Bemerkung. Jetzt würde ich zu dem Punkt, den ich mir natürlich auch aufgeschrieben habe, wir haben einige Fragen zu Ihrem Vorschlag. Das ist ja etwas, was auch immer wieder kommt, nämlich Zölle anstelle von Embargo. Da möchte ich mal zwei Fragen gleich zusammennehmen, auch weil ich mir letztlich dieselbe aufgeschrieben habe. Die erste ist, warum wird der Vorschlag nach einem speziellen Zollsatz für russisches Erdöl und Erdgas nicht oder noch nicht umgesetzt? Da müssen wir wahrscheinlich politökonomisch nachdenken, warum das so ist. Und die zweite Frage ist, wäre ein Zoll WTO-kompatibel? Nehmen wir das zweite schon mal vorweg. De facto hat ja die EU einseitig Russland alle WTO-Privilegien entzogen. Außerdem erhebt Russland einen Exportzoll auf russisches Gas von 30%. Es wäre also vollkommen WTO-kompatibel zu sagen, wir haben eine Countervailing Duty.
Im Übrigen wurde dieser Exportzoll auch bei der Aufnahme von Russland auch thematisiert. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen die EU damals nicht darauf bestanden hat. Es wäre also insofern WTO-kompatibel. Ja. Pardon, Ihre erste Frage war nochmal? Die schwierige Frage, wenn sehr viele Ökonomen, und es kommt ja auch zu Recht aus meiner Sicht in der Kommentarsektion, dass Kollegen schon im März gefordert haben, dass man mit Zöllen operieren sollte. Und die EU und auch zunächst die USA und das Vereinigte Königreich und dann die EU mauern sich aber de facto auf ein Embargo ein und kommen dann nicht wirklich weiter damit. Vor allem auf der EU-Ebene ist die Frage, warum Embargo, wenn nicht der Zoll ökonomisch viel sinnvoller ist? Die Sanktionen sind die Außenpolitik und die werden von Diplomaten gestaltet. Und für die sind Preise irgendwas Ziviles. Mhm. Hier handelt es sich um Krieg, man muss hart sein. Und nur ein Embargo ist wirklich hart. Das andere klingt so ökonomisch, herzlos auch. Ich muss auch sagen, die ukrainische Regierung selbst macht meiner Ansicht nach einen Fehler, weil sie halt sagt, ein Embargo heute. Statt zu sagen, vielleicht wäre halt doch ein Zoll sehr viel smarter, sehr viel intelligenter und könnte das gleiche Ziel, aber zu niedrigeren Kosten erreichen. Mhm. Was bedeutet das? Wir brauchen in Zukunft in der Außenpolitik mehr ökonomische Expertise, oder? Oder braucht es eine Strukturreform der Europäischen Union? Ich kann Ihnen das Folgende sagen. Der Kommissar, der für Handel zuständig ist, der wird nicht mal darüber informiert, welche Sanktionen geplant sind. Mhm. Ja, weil der ist für Handel zuständig, Handel sozusagen in Friedenszeiten, das ist was anderes. Ja. Ich kann es verstehen, dass im ersten Enthusiasmus man das nicht macht. Mein Argument würde nur sein, dass wir gehen jetzt auf einen längeren Abnutzungskrieg hin und den können wir nur gewinnen, wenn wir auch ökonomisch sinnvoll handeln. Mhm. Deswegen wird das Argument für einen Zoll immer stärker mit der Zeit. Okay, dann sind wir gespannt, ob das passiert. Ich habe ja gehört, dass die Kommission das jetzt tatsächlich überlegt, ob man nicht mit einem Erdölzoll beginnen sollte. Der Vorteil wäre ja auch Kompetenz der Europäischen Union, das heißt, würde leichter umsetzbar sein als die Verhandlungen der Regierungschefs wahrscheinlich. Ich habe noch zwei Fragen. Eine passt auch ein bisschen zu etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, nämlich wo Sie uns gezeigt haben, dass die Preise vor dem Krieg stärker gestiegen sind. Da ist zum einen die Frage dazu, dass natürlich die Sanktionen eine Folge des Krieges sind und die Sanktionen Mengen vom Markt nehmen und damit doch die Verknappung verursachen, also doch eine Folge des Kriegs sind. Das ist eine Seite. Die andere Seite, die ich betonen wollen würde, ist, und Sie fragen wollen würde, wie Sie das sehen, ist ein Vergleich oder ein Start der Preiserhöhungen mit 2021 tatsächlich legitim, wenn wir das relativ zu 2020 sehen? Und wenn ich richtig gezählt habe, haben Sie Corona oder Covid nur einmal erwähnt und wir aus 2020 mit teilweise negativen Preisen auf den Futures-Märkten für Rohöl konfrontiert waren, dass natürlich das, was Sie in 2021 sehen, natürlich zum gewissen Grad eine Normalisierung auch widerspiegelt der relativ niedrigen Energie- oder Rohstoffpreise, die sich durch die Covid-Maßnahmen ergeben haben. Ja, damit haben Sie sicher in gewisser Hinsicht recht. Hier zeige ich Ihnen zum Beispiel mal die Gaspreise, europäischen Gaspreise. Sie sehen, dass die liegen so weit unten, dass man sie gar nicht fast mehr sieht. Und hier gab es nochmal 2020 so ein Tief. Ja, nicht ganz so wie beim Erdöl mit negativen Preisen. Nur ich würde sagen, am Anfang von 2021 war die Covid-Rezession ziemlich hinter uns. Wir wussten, dass es wieder bergauf geht. Ja, genau wie stark, weiß man nicht. Mhm. Ja, aber Sie haben recht. Aber lassen wir einfach nur sagen, hier bei dem Gaspreis zumindest, vielleicht kann man meinen Cursor sehen,
Ja, dann kann sind man. wir faktisch seit September letzten Jahres, das hier ist ungefähr September letzten Jahres, irgendwie sieht man meinen Cursor nicht mehr, wo also diese horizontale Linie, der jetzige Preis von 82, den gibt es schon seit 6 Monaten. Mit sehr, sehr starken Schwankungen. Und wie gesagt, der gilt auch in Asien. Ja? Und es kann gut sein, dass dieser Anstieg durch Corona verursacht wurde. Ja? Aber man sieht zumindest seit Ausbruch des Krieges, Sie sehen diesen ganz großen Spike, hier, jetzt sieht man ihn, der ist nach Ausbruch des Krieges, ja, wo die Russen noch gesagt haben, haha, jetzt werden wir wirklich bezahlen. Aber man sieht, dass der Markt das doch vertragen hat. Meiner Ansicht nach, auch weil man gesehen hat, es ist halt nicht nur Europa, sondern Europa und Asien zusammen. Und bei diesem hohen Preis von 80, 82 jetzt, der im Dreifachen oder Vierfachen vom früheren Preis liegt, da gibt es genug Einsparpotenzial, um ohne russisches Gas auszukommen. Also ja, es ist immer schwer zu sagen, was war vorher, was war nachher. Aber ich würde sagen, die Evidenz ist doch, dass zumindest beim Gas und vielleicht auch bei allen anderen Sachen, mit der Ausnahme von Erdöl, sehr viel vor dem Krieg gelaufen ist. Mhm. Danke. Ich habe dann noch eine Frage zum Thema Kompensation. Die würde ich aber dann ganz zum Schluss machen, dass wir davor noch die Angebotsseite und die Preisentwicklung ein bisschen diskutieren und am Ende dann nochmal vielleicht darauf eingehen, was man sinnvollsterweise wirtschaftspolitisch tun soll, um die Preissteigerungen abzufedern. Eine Frage, die sich mir noch aufgedrängt hat bei Ihrer Darstellung des verbundenen europäischen, asiatischen Markts für Gas, ist die Frage, da haben Sie ja dann ein relativ niedriges, notwendiges Einsparungspotenzial von 12%, glaube ich, in etwa erwähnt. Reicht die Infrastruktur? Weil das ist letztlich schon die entscheidende Frage. Wenn wir sagen, es ist tatsächlich ein Markt, dann müsste das bedeuten, dass es tatsächlich für das LNG-Schiff egal ist, ob es nach Rotterdam oder Hamburg fährt oder nach Asien fährt. Haben wir die Infrastruktur schon und ist das nicht das Problem, dass wir für die noch Zeit brauchen, um tatsächlich das Argument machen zu können, dass wir mit relativ einem geringen, leicht höheren Preisangebot, dass der asiatische Markt uns das LNG besorgen können und damit auf das Pipeline-Gas aus Russland verzichten können? Die einfache Antwort lautet, die Importkapazität in Europa ist kein Hindernis dafür. Okay. Warum? Es gibt eine sehr wichtige Asymmetrie, was das Flüssiggas betrifft. Große Volumina an Gas auf minus 160 Grad oder sowas herunterzukühlen, bedarf sehr spezielle Anlagen, die groß, teuer sind, lange brauchen, bevor sie her. Und das heißt also, weitere Anlagen zum Exportieren von Gas gibt es zurzeit nicht. Deswegen ist ja auch der amerikanische Markt eine Insel. Ja? Theoretisch, wenn das Gas viermal so viel wert ist bei uns, würde man so sagen, okay, schnell rüberbringen. Kann man aber nicht, weil die Verflüssigung so schwierig ist. Mhm. Ja? Deswegen macht es übrigens gar keinen Unterschied, ob Amerika sein Gas an uns verkauft oder nach Asien. Das sind kommunizierende Röhren. Deswegen sind das schöne politische Gesten, wenn man sagt, ein paar Tanker aus Amerika kommen hier bei uns an, aber es sind politische Gesten. Dagegen ist das Auftauen von Gas relativ einfach. Es ist eine Flüssigkeit, man erwärmt sie ein bisschen, blub, blub, macht eine Röhre drüber, jetzt erst, ich vereinfache jetzt. Ja? Deswegen gibt es ja auch diese Schiffe, diese Floating Gas Terminals, ja. Ja. Und von denen kann man sich jetzt genug schnell schnappen. Nicht nächste Woche, aber in 6 Monaten, 6 bis 9 Monaten ist das gelaufen. Also das ist wahrscheinlich tatsächlich der Horizont, um eine Infrastruktur zu haben, dass man relativ ersetzen kann. Das würde ich auch sehen. Das war eben nicht ganz so klar, dass das gar kein Problem ist, aber es ist auf der Importseite wohl ein machbares, eine auf machbare der, Herausforderung. Auf der Importseite? Ja. Auf der Exportseite? Nicht. Ist der Horizont 4, 5 Jahre? Ja. Mhm.
Das habe ich verstanden. Gut, jetzt hätte ich noch einen Punkt, bevor ich dann auf die Kompensationsseite kommen wollen würde, nämlich ein zentrales Argument jetzt von Ihnen, warum die Preise für Rohstoffe, vor allem halt Gas und Erdöl, stark gestiegen sind, hat mit fehlenden Investitionen zu tun. Ich habe ganz genau zugehört, das Wort Klimapolitik haben Sie gar nicht verwendet. Sollte das denn nicht in Wahrheit bedeuten, dass wir klimapolitisch gar nicht so schlecht am Weg sind, wenn dort eh nicht mehr investiert wird in diesen Bereichen? Oder hat das was mit vielleicht einer problematischen Marktstruktur und wenig Wettbewerb in diesen Bereichen zu tun, warum die Investitionen zurückgehen? Weil das eine Argument ist natürlich, Investitionen amortisieren sich sehr langfristig. Wenn man davon ausgeht, dass nicht erneuerbare Energieträger bald nicht mehr verwendet werden, dann ist an und für sich ja ökonomisch sinnvoll, nicht mehr dort zu investieren, und dann haben wir in der Transition höhere Preise. Ja, die Klimapolitik war in gewisser Hinsicht erfolgreich. Wir wussten ja immer, dass wenn wir das über eine Angebotsverknappung machen, das Kapital also teurer wird für die westlichen Erdölgesellschaften, dann würde das höhere Preise bedeuten. Ja? Wir haben aber auch gesehen, dass die anderen Länder, also die nicht westlichen Erdölgesellschaften, nicht weniger investiert haben. Ja, also das ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass für die großen westlichen Gesellschaften, die an der Börse gehandelt werden, also aus dem Druck der ESG-Investoren unterliegen, dass die relativ zu allen anderen weniger investiert haben. Nun können Sie sagen, das Argument wäre immer, wenn wir Klimapolitik machen, dann sinkt erwartungsgemäß der Erdölpreis, ja, oder der Preis für alle fossile Brennstoffe. Weil halt die Förderung kostet viel, langfristige Investitionen und in 10 Jahren lohnt sich nicht mehr. Nur leider ist ja so, dass Europa, ich sage nicht der einzige, aber eine der wenigen großen Volkswirtschaften ist, wo es wirklich eine, sagen wir mal, eine glaubhafte Klimapolitik wird. Man kann wirklich davon ausgehen, dass Europa in 10, 15 Jahren vielleicht nur noch die Hälfte der fossilen Brennstoffe braucht. Aber Europa ist ein sehr kleiner Teil des Weltmarkts. China, Indien, auch Amerika. Dort sehe ich keinerlei, abgesehen von China, das müssen wir eine Klammer drum machen, aber in Amerika sieht man ja keine Anzeichen, dass es wirklich zu einer effektiven Klimapolitik dort kommen wird. Deswegen halte ich die Idee, dass halt durch die Klimapolitik das Angebot, dass auch die Nachfrage verknappt wird, ja, zurückgeht. Das stimmt für Europa, aber stimmt nicht für die Welt. Ja, aber da haben wir das große Thema Koordinationsproblem, Klimapolitik, oder? Ist irgendwie nachvollziehbar, aber wahrscheinlich muss man es halt auch irgendwie lösen. Und wenn niemand damit beginnt, wird es nie gelöst werden. Ich habe nicht dagegen. Ich sage halt bloß, wir müssen, glaube ich, als gute Bürger der Welt das tun, was wir gerne wollen, dass die anderen tun, um Hegel zu folgen. Ja, selbst wenn es alle nicht tun und selbst wenn es dann vielleicht nicht kriegsentscheidend ist, aber ich glaube, wir haben trotzdem, wir sollen das machen, nur halt müssen wir uns im Klaren sein, dass halt es weniger fossile Brennstoffe von unseren Unternehmen geben wird, dagegen mehr aus anderen Ländern. Gut, da gibt es noch den Hinweis, ob nicht das ein Problem sein könnte, was jetzt Investoren bei Nord Stream 2 gesehen hat, dass man eh investiert und dann sind es Sunk Costs, weil es nie in Betrieb geht. Wird wahrscheinlich so sein, ja. Gut, dann würde ich jetzt noch für die letzten 5 Minuten der Diskussion gern noch auf die Frage der Kompensation kommen. Und da habe ich auch noch eine Frage aus dem Publikum. Nämlich, das ist in Wahrheit wieder sehr ähnlich zum Thema, warum keine Zölle? Warum macht denn die deutsche Politik zum Beispiel eine Subventionierung von Energiepreisen aktuell durch das Reduzieren der Abgaben, wenn man eh weiß, dass das Problem nicht löst? Sie wissen ja, bei Politikern, wenn die Panik ausbricht, dann reißen alle Fesseln.
sagen wir es mal so, die Benzinpreisbremse war natürlich vollkommen sinnlos und reiner Panikmache geschuldet. Okay, das muss man einfach abschreiben. Es ist leider nicht nur die deutsche Regierung, die italienische Regierung hat die Gaspreise für die Haushalte auch, hält sie auf dem gleichen Niveau, dürfen nicht erhöht werden. Mhm. In Spanien, wissen Sie vielleicht, subventioniert die Regierung den Gebrauch von Gas für die Erzeugung von Elektrizität. Also, und in Frankreich gibt es auch etwas noch aus der Vergangenheit, was man jetzt dazu benutzt, um Industrieunternehmen zu stützen. Also, da ist keiner ganz unschuldig. Warum machen sie das, die Mitgliedstaaten? Natürlich zum großen Teil, weil einfach das die Lobbymacht der Unternehmen ist. Die sagen, oh, wenn das kommt, dann steigen die Preise. Und dann einige drohen, dann können wir nicht mehr produzieren. Ja? Ich habe ja vorhin gezeigt, dass an für sich die Preise, die Exportpreise zumindest bei Unternehmen gar nicht schon stark gestiegen sind. Das Gleiche kann man auch bei den Industriepreisen zeigen. Das stimmt also einfach nicht. Natürlich steigen die Preise von energieintensiven Produkten mehr, aber das sollen sie ja gerade. Das braucht man. Und deswegen halte ich dieses Argument, was halt, sagen wir mal, in den ersten 10 Minuten glaubhaft ist, ja, wenn die Preise so ganz schnell steigen und die Unternehmer bisher noch nicht reagieren konnten. Dieses Argument halte ich für sehr verfehlt, aber so eine ganz kurzen Frist zieht es. Und dann gibt es natürlich das Argument, die anderen machen es, wir haben Wettbewerbsnachteile. Mhm. Ich war heute gerade zusammen mit Vertretern der Kommission, wo wir lange besprochen haben, welche Regeln, europäischen Regeln denn man anwenden könnte, um das Ganze zumindest in Grenzen zu halten. Das ist insofern auch spannend, weil, wenn ich es richtig verfolgt habe, gerade was jetzt Portugal und Spanien machen für ein Jahr, glaube ich, wurde ja explizit von der Europäischen Kommission bewilligt, weil es eigentlich gegen die Vorgaben des europäischen Energiemarkts dem zuwiderläuft, was hier irgendwie bedeutet, auch die Europäische Kommission scheint in Panik zu sein, was nicht wahnsinnig beruhigend ist, würde ich meinen, in Bezug auf die Frage, wie sollen wir tatsächlich mit den steigenden Preisen sinnvoll ökonomisch umgehen. Diese Kommission hat leider kein Rückgrat. Sie tut, was die Mitgliedstaaten ihr sagen, und sie hat vollkommen vergessen, dass sie ja auch eine Aufgabe hat als Hüterin der Verträge, nämlich auch darüber zu wachen, dass Regeln auch dann eingehalten werden, wenn sie unbequem sind. Okay, das ist ein scharfes Urteil, würde ich denken. Aber wahrscheinlich sind Sie da sehr viel näher dran, als ich das tatsächlich bin. Ich kann das nicht wirklich gut einschätzen. Jetzt haben wir noch 2 Minuten und das würde ich vielleicht für eine Abschlussfrage verwenden, weil ich auch Ihren Vorschlag bezüglich der Anreize zum Gassparen sehr spannend finde. Sie haben das jetzt nur relativ kurz ausgeführt. Vielleicht, wir waren uns ja, glaube ich, jetzt in der Diskussion einig, die relativen Preise für Gas, Öl zu reduzieren, ist Schwachsinn. Dann gibt es eine Möglichkeit, die wir Einkommen über Transferleistungen, Einmalzahlungen etc. zu kompensieren, die relativen Preise nicht verändern würden. Und Sie sagen, Sie wollen sogar die relativen Preise noch einmal stärker beanreizen. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was Ihr Vorschlag noch jetzt im Vergleich zu einer pauschalierten Einkommenstransfers-Kompensation für einen Vorteil hätte? Ja, wie Sie eben gesagt haben, das verstärkt nochmal den Preisanreiz. Das heißt, wenn jetzt die Preise steigen, dann weiß ich, sagen wir von 6 auf 10, was ist das, Cent pro Kilowattstunde, nicht? Für Gas, ja? Mhm. Dann weiß ich, wenn ich irgendwie Kubikmeter, wenn ich Äquivalent von einer Kilowattstunde spare, kriege ich so viel weniger auf die Rechnung. Aber wenn ich dann wüsste, okay, und dazu bekomme ich noch etwas, sodass meine gesamte Rechnung dann noch kleiner wird, dann stellt man vielleicht den Thermostaten noch ein bisschen niedriger oder zieht sich mal Pullover an oder macht noch andere Sachen, die man sonst nicht macht. Es wäre ja nur, sagen wir, für einen Winter gedacht, damit wir uns halt von Russland unabhängig machen können. Mhm. Außerdem, falls ich dazu fügen darf, zeigt halt die Forschung auch, dass wenn ein Haushalt sich einmal umgestellt hat und gelernt hat, wie man Energie spart, dass das meistens auch dann langfristig oder mittelfristig eine Folge hat.
Würden Sie das dann auch für Unternehmen sehen oder nur für die Haushalte? Weil wenn wir richtig viel sparen wollen, dann werden wir die große Industrie auch brauchen. Genau, da habe ich auch eine Idee, und zwar, dass man einfach sagen könnte, Sie wissen ja, dass die Industrieunternehmen theoretisch zumindest eine Abgabe für Emissionsabgabe zahlen müssen. Ja, im europäischen Emissionshandel. Müssen sie aber nicht, weil sie bisher kostenlos bekommen. Jetzt würde ich einfach sagen, das, was ihr nicht bezahlt, sozusagen, das geben wir bei euch. Das heißt also, wenn ihr eine Tonne CO2 weniger ausstößt, eine Tonne CO2 heißt doch weniger Gas, ja? Dann geben wir euch das, was dem europäischen Emissionspreis entspricht. Und das wäre halt ein starker Anreiz, zum ersten Mal für Unternehmen weniger energieintensiv zu produzieren. Sehr spannend. Es ist 17 Uhr und wie ich angekündigt habe und wie es gute Tradition der Trade Talks ist, wir wollen pünktlich schließen. Vielen lieben Dank, Herr Groß, für diesen sehr spannenden Vortrag und auch für die sehr konstruktiven Vorschläge, wie wir in der aktuellen Situation ein bisschen besser durchkommen könnten, wenn wir ökonomischer alle denken würden, denke ich. Das kann man vielleicht so als gesamte Zusammenfassung zu dem Vergleich der unterschiedlichen Maßnahmen schließen. Ich möchte mich bei allen Zuschauerinnen ganz herzlich für das Interesse heute bedanken, weil die Frage jetzt noch einmal war, die Folien sowie den Vortrag kann man ab morgen auf der Seite des FIW, dem FIW-Blog, nachsehen und die Folien auch durchklicken. Ich wünsche allen noch einen schönen Nachmittag und falls Sie in zumindest Wien sind, ich alles Gute, dass Sie trocken nach Hause kommen, sollten Sie das Büro noch verlassen müssen. Vielen lieben Dank, Herr Groß, nochmal für die Teilnahme und die spannende Diskussion. Schönen Dankeschön. Nachmittag.